Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play oder Let's Battle, wie man es auch nennen möchte. Ja, so sieht's aus. Ja, wie ihr schon hört, bin ich nicht alleine und ja, der nette Yabu LP. Ja, und der Kollege, der hier schon diese tolle, wunderschöne, wundervolle Einleitung gestellt hat, ist natürlich der Chriso LP. Woohoo. Ja, und wir haben uns gedacht, wir bekriegen uns ein bisschen in Siedler 3. Ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, wie man sieht, sind wir ja nicht alleine. Bisschen Gegner sind noch da. Ja, also wir hatten ja eigentlich erst vorgehabt, One-on-One zu starten, beziehungsweise eigentlich erst zusammen im Team gegen andere Computer, aber dann hatten wir da mal so ein schönes Testspiel oder zwei Testspiele gemacht und irgendwie war das dann doch ein wenig zu einfach. Ja. Ja. Außer dass wir am Anfang nerven. Ja, stimmt, am Anfang war das vielleicht, aber egal. Jetzt sind wir dann aber auf dem Stand, dass wir sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal, wie viele sind es eigentlich? 5, 6? Moment. Es sind 5. 5 andere Computergegner. Plus uns. Und wir machen dann so eine kleine Schlacht, alle gegen alle. Und schauen kann einfach mal. Ich sehe schon, dass alle auf mich gehen irgendwie. Und dann... Wie auch in den Probespielen, da ist immer der arme Chriso ist immer angegriffen worden. Das war echt geil. Naja, ja. Gut. Ja, ja. Da wir jetzt in diesem Moment Fraps noch gar nicht starten konnten, das will das Spiel irgendwie nicht, müssen wir das jetzt kurz pausieren hier. Und wie haben wir das eigentlich nochmal vorgehabt? Ja, also wir werden jetzt halt... Die Aufnahme unterbrechen kurz, dann sind wir gleich in-game und er wird seins kommentieren und ich werde meins kommentieren und wir verlinken uns dann gegenseitig auf den Videos, sodass ihr entscheiden könnt, welche Blickweise ihr sehen möchtet, seine oder meine. Ja, das war unser Plan und ich hoffe, ihr macht da mit. Ich hoffe, euch gefällt das natürlich auch. Ja, das ist klar halt. Das gefällt jedem. Ja, genau. Das hat euch zugefallen. So. Siedler, guckt es! Ja, ja, wie erwähnt, wir werden das Ganze natürlich verlinken, wahrscheinlich auch in Videoantworten, ansonsten mit Zeilenkommentar oben rechts hier die Sicht vom anderen. Die Folgen natürlich immer parallel hochgeladen in gleicher Folgenlänge. Und dann gibt's da eigentlich nichts mehr zu sagen und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich in-game, ne? Ja, dann bis gleich mal, Leute. Jo, bis dann. Ciao. So, Hallöchen zusammen, jetzt nochmal von mir alleine in diesem kleinen Siedler 3 Special, was wir hier euch bieten. Und ja, in diesem kleinen Battle, was wir ja gerade eben schon so ein bisschen angekündigt haben, das habt ihr ja mitbekommen. Und ja, ich beginne hier natürlich mit einem Holzfäller, mit einem Steinbruch und mit einem Sägewerk. Und wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir, ja... hier erstmal so ein bisschen uns aufbauen. Siedler 3 Fans werden das jetzt natürlich kennen. Wir spielen mit sehr niedrigen Ressourcen. Also ihr seht hier, wir haben 6 Hämmer, eine Schaufel, 3 Äxte, eine Säge und 2 Spitzhacken. Das ist unser gesamtes Werkzeugrepertoire, was wir hier momentan haben. Und das bedeutet natürlich, dass wir sehr, sehr vorsichtig spielen müssen. Natürlich beide von uns, um jetzt mal uns sagen zu müssen. Ja, wie ihr wisst, ihr habt jetzt hier oben irgendwo, wahrscheinlich noch weiter oben rechts oder oben links, weiß ich noch nicht, einen Übergang natürlich in den anderen Kanal, wo ihr dann die Sicht von Chriso sehen könnt. Meinem LP-Kollegen hier in diesem Falle. So, jetzt haben wir hier mal irgendwo einen Geologen gemacht. Den schicken wir jetzt hier natürlich mal eben auf den Berg. Der soll hier für uns mal so ein bisschen rumschnuppern. Ach Gott, da ist schon ein Feind. So, Chriso ist blau. Hier haben wir mal die Teamliste. Und der Orangene ist halt dadurch ein Computerspieler. Wer von denen ist ja dann eigentlich egal. Wir müssen natürlich aufpassen, weil die Computerspieler haben dieses Handicap nicht, soweit ich weiß. Das wird für uns also noch etwas schwieriger. Aber sollte doch kein Problem werden. So, machen wir erstmal hier ein paar Prioritäten. Das ist hier dieser Prioritäts-Button, der halt bedeutet, dass wir diese beiden Gebäude hier natürlich als erstes fertig haben wollen, im Gegensatz zu allen anderen. Hier, der kann mal ein paar Rohstoffe suchen gehen.
Denn sonst fehlen uns hinterher Ressourcen, die wir nicht mehr herstellen können. Weil wir haben ja nur hier ein bisschen was, ne? 10 Steine, 10 Bretter ist jetzt nicht so viel. Aber die Leute von euch, die das Spiel hier kennen, die wissen da Bescheid. Ja, mit Schwefel können wir überhaupt nichts anfangen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Eisen und Kohle. Weil sonst sind wir hier bald geliefert. Fängt auf jeden Fall schon mal mies an für uns. Ja, was wir natürlich auch bald brauchen, das ist Wasser. Denn ohne Wasser können wir nichts herstellen. Das ist eines der größten Probleme. Und wir können natürlich auch hier mit unserem Chriso schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal was. Was schreiben wir denn? Wir schreiben mal, hey, Chriso, GL und HF. Mit einem kleinen Smiley. GLHF natürlich, good luck and have fun. Wie man es ja kennt wahrscheinlich von anderen Spielen. Also hier ist echt nur Müll, dann gehen wir mal hier unten hin. Gucken, ob er antwortet, ob er es überhaupt mitbekommt in seinem Eifer des Gefechts, weil ich weiß, er ist... Ah da, hey Yaru, danke dir auch, viel Glück, schreibt er, falls ihr das nicht so gut lesen könnt. Und viel Spaß. ja, Smiley nochmal zurückgeschickt. So, das zu dem Ding. Also wir battlen uns jetzt hier so ein kleines bisschen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend, wie wenn man irgendwie Counter-Strike spielt, weil da direkte Action ist. Aber, ja, hier haben wir halt so eine kleine Idee gehabt. Wir sind beides kleine Siedler-Fans und ja, das passt. Fand ich ganz schön, weil er hatte mich darauf angesprochen, weil ich ja ein Siedler 7 Let's Play mache und mit meiner Schwester Voltra ein Siedler 1 Let's Play. Hatte er mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, Siedler 3 zu spielen. Und da haben wir Kohle gefunden, sehr gut. Noch ein paar Schilder und dann könnten wir da eine Mine bauen. Wäre natürlich mies, wenn es da jetzt keine paar Schilder mehr gibt. Ah, da ist wieder ein Dreier, das ist natürlich mehr. Drei Blöcke sind mehr als einer. Und, ja, wir müssen mal gucken, wie es aussieht mit dem Wachturm, wie viel Gebiet der uns dazu gibt und was hier natürlich anders ist als bei Siedler 1. Wer von euch meinen Siedler 1 Let's Play verfolgt, die Grenzen können hier nicht eingedrückt werden. Das heißt, einmal ein Land im Besitz gehört es für immer dir, beziehungsweise in dem Fall uns. Und da müssen wir natürlich sehr drauf achten. Wir könnten natürlich auch mal hier ein Forsthaus noch dazu bauen. Jetzt, wo wir Sägewerk und alles fertig haben, bauen wir hier noch ein Forsthaus hin. Dann können wir hier nämlich noch einen zweiten Holzfäller platzieren. Den setze ich mal dahin. Und Eisen haben wir auch gefunden. Weil wir müssen natürlich jetzt irgendwie unsere Wirtschaft ankurbeln. Hier das kleine Wohnhaus gibt uns neue Träger. Die dann hier entweder mit Schaufeln besetzt zu Pionieren werden und unsere Gebäude hier freischaufeln oder mit einem Hammer hier zu Bauarbeitern oder einfach Träger bleiben und dann hier Waren hin und her transportieren. Träger sind eigentlich wichtig für alles, was man in diesem Spiel braucht. Also ich erkläre das ein bisschen für die Leute, die das jetzt nicht kennen. Denn aus Trägern werden sämtliche Leute, die irgendwelche Berufe ergreifen oder irgendwas anderes. Das nur so als kleine Info. Und das hier sieht sehr, sehr stark nach einer Kohlemine aus. Da soll er noch ein paar Schilder suchen. So, der Wachturm fertig. Hier gibt es drei unterschiedliche Einheitenklassen. Es gibt die Schwertkämpfer, die Lanzenträger oder Lanzenträger. Ja, Lanzenträger würde ich sie jetzt nennen. Und die Bogenschützen. Bogenschützen können auf einen Turm aufplatziert werden. Also es gibt auch unterschiedliche Turmtypen, da komme ich später noch zu. Und das sieht doch mal gut aus hier. Wenn das Wohnhaus gleich fertig ist, dann machen wir nochmal zwei Geologen dazu. Und dann können wir den Berg hier mal ordentlich absuchen. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. In die Richtung nutzen uns größere... Ah, vielleicht hier nochmal einen hin. Ansonsten sollten wir eher in diese Richtung gehen, denn wie gesagt, wir brauchen Wasser. Und Wasser ist meistens am Rand einer Karte. Naja gut, was wollte ich sagen? Genau, Bogenschützen können auf den Turm drauf. Es gibt unterschiedliche Turmtypen, den kann ich mal gerade zeigen. Es gibt hier den normalen Wachturm, den seht ihr hier. Da passt eine Nahkampfeinheit drauf rein und zwei Bogenschützen hier oben auf den Turm selber drauf. Die können dann, wenn man angegriffen wird, runterschießen, bevor der Turm erreicht wird, schon mal Schaden austeilen. Dann gibt es hier so einen großen Turm. Da passen drei Nahkämpfer und drei Bogenschützen rein. Und dann gibt es diese Burg hier. Da passen sechs Nahkämpfer und vier Bogenschützen. Wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Das Spiel ist auch nicht mehr so ganz geläufig in meinem Repertoire.
Ja, das Ding hier brauche ich schon fast gar nicht mehr. Aber wobei doch, den können wir mal lassen. Dann kriegt er das Gebiet nicht. Setzen wir da schon mal einen hin. So. Und dich setzen wir nach da. So. Und hier sind unsere Leute fertig. Dann machen wir hier nochmal einen Geologen. Da ist er auch schon. So. Dich setzen wir noch hier mit dran. Also Kohle und Eisen, das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Kohle und Eisen. Für einen Minenarbeiter braucht man natürlich auch eine Spitzhacke, aber hier steht schon ein Minenarbeiter. Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwo gucken kann, was für Leute man besitzt. Ah, hier kann man's. Aber keine Minenarbeiter kann man hier einsehen. Oder? Nee. Minenarbeiter kann man hier nicht einsehen. Ich weiß auch gar nicht. Ah, hier müssen wir noch ausstellen. Das ist hier fürs Lager und die Rangordnung, wie was transportiert wird. Sind die roten Kügelchen aktiviert, dann wird in ein Lager folgendes nicht eingelagert. Sind die grün, dann wird es eingelagert. Gold erhöht unsere Kampfkraft, die steht hier oben. Je mehr Kampfkraft, desto mehr Schaden natürlich. Und ja, dementsprechend wird nur Gold eingelagert, denn Gold muss man dann immer wieder von der Goldschmelze wegbringen, denn man hat hier immer nur eine gewisse Kapazität. Ich glaube, es war 8. Das ist das Maximum an einheitlichen Ressourcen bei einer Quelle. Also zum Beispiel der Holzfäller kann 8 Holzstämme vor seinem Haus lagern und dann muss erstmal was wegtransportiert werden, bis dann eben wieder neu abgeholzt werden kann. Und jetzt können wir hier eine Mine bauen. Ich hoffe, ich habe gut getroffen. Das sah nicht schlecht aus. Und wir haben hier den Berg für uns alleine. So, der geht jetzt mal dahin und hoffe, dass wir hier noch ein bisschen mehr Eisen finden. Denn dann können wir einen Werkzeugmacher erbauen. Werkzeugmacher sehr, 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 sehr wichtig hier für uns, denn ohne Werkzeug kann man hier hinterher gar nichts mehr machen. Man hat am Anfang keine Sense, keinen Getreidehof. So muss man das sehen. Und ja, das sieht mir gut aus mit Eisen. Ich hoffe, da ist auch ein guter Standort für eine Mine. Ansonsten ist die nämlich nur sehr wenig fördernd. Er baut hier ein mittelgroßes Wohnhaus. Na, ist ja krass, dass er da schon die Ressourcen für hat. Ich glaube, dass die Computergegner da so ein bisschen bevorteiligt sind, denn die haben nicht diese minderwertigen Ressourcen, wie wir es jetzt haben. Die haben auch mehr Einheiten am Anfang. Wenn die uns also jetzt schon angreifen würden, hätten wir schon keine Chance. Aber das tun die, glaube ich, nicht. Ich hoffe es zumindest. Da ist schon wieder Schwefel. Und die Zeichen verschwinden ja ziemlich schnell. Allerdings, hier ist leider kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssten hiermit leben. Und das ist nicht viel. Ich hoffe, wir finden... Also der Berg ist ja groß. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Eisen. Wäre schade, wenn nicht. So, der zweite Holzfäller ist mittlerweile auch vorhanden. Und ja, was haben wir denn hier noch? Eine Axt haben wir noch. Das heißt, wir könnten noch mal einen Holzfäller bauen. Und eine Spitzhacke, die wird dann für die zweite Mine, ich hoffe, das wird eine Eisenmine dann rausgehauen. Denn einen Minenarbeiter haben wir, der steht da, den seht ihr da in dieser Mütze. Ich kann, ah ne, wir haben sogar 2 Minenarbeiter, guckt mal. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir könnten theoretisch dieses altbewährte Prinzip 2 Kohle, eine Eisenmine wieder weiterführen. Ich hoffe, dass wir natürlich dann eine Eisenmine noch hinbekommen. Ein Problem ist natürlich, ohne Nahrung ist das Ganze sehr, sehr schwer. Ich baue mal hier gerade einen Aussichtsturm hin. Moment. Ich mache mal den hier einen hin und hier einen hin. Aussichtstürme haben den Vorteil, sie kosten keine Einheiten und erspähen das Land. Dann können wir sehen, wo wir besser hinbauen. Und die kosten nicht so. Ja, also die kosten halt ein bisschen was, aber das kriegt man halt hin. Wo war ich dran? Genau, dann bei den Minen, da müssen wir aufpassen. Wir haben keine Nahrung und deswegen arbeiten die halt nur ein bisschen am Anfang und dann schon nicht mehr. Das ist dann nicht ganz so schön. So, und wo ich das gerade nochmal sehe, da müssen wir noch einiges ausschalten. Wir müssen die Waffenproduktion komplett ausmachen. Upsa. Weg. Denn ansonsten verbraucht das unendlich Eisen, wenn wir eine Waffenschmiede haben. Wir müssen hier die Verteilung der Kohle noch einstellen. Dass das alles gleichberechtigt ist. Werft brauchen wir nicht. Katapulte wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir es brauchen, können wir es jederzeit zuweisen.
Hier wieder Werf weg. Köhlerei könnten wir auch bauen. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Da kann man ja Holz in Kohle verwandeln. Ich setze das einfach mal mit auf die Liste. Falls wir eine Köhlerei haben, soll die halt auch ein bisschen Holz kriegen. Katapulte wieder weg. Esel sind das Nutzloseste in diesem ganzen Spiel. Das kann also alles hier weg. Dann, ja, Brot muss natürlich dann für alle hier eingestellt werden. Die haben normalerweise so Vorlieben. Das, was oben eingestellt ist, ist eigentlich immer die Vorliebe. Also die Goldmine produziert am besten, wenn sie Fisch bekommt. Die Eisenmine, wenn sie Schweineschenkel bekommt. Und die Kohlemine bei Brot. Problem ist, wir haben eh nicht die Auswahl. Deswegen müssen wir halt alles nehmen, was kommt. Und das hier sieht mir wieder nach einer Eisenmine aus. Und hier unten ist noch mehr Berg. Da lohnt es sich schon fast, direkt einen Turm hinzusetzen. Aber wir müssen halt aufpassen. Wir haben nicht mehr so viele Leute. 4 Stück wäre noch möglich. Was ich jetzt mal mache, das ist noch, ich glaube, das ist so ein bisschen fehlerhaft. In einen Turm gehen hauptsächlich Schwertkämpfer. Und da man aber jetzt, oder wir haben jetzt noch 3 Schwertkämpfer und einen Lanzenträger. Wenn wir jetzt gleich keine Schwertkämpfer mehr haben sollten, haben wir natürlich das Problem, dass der Lanzenträger nicht in das Gebäude geht, weil natürlich ein Schwertkämpfer verlangt wird. Deswegen tausche ich die jetzt mal hier eben aus. Also man kann natürlich auch einen Lanzenträger einpostieren.